Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Test auf diesem Kanal. Heute spielen wir Rancho Racer und die Musik ist ohne Witz schon mal richtig geil. Also diese Intro-Musik hier, yeah. Gefällt mir sehr gut. So, wir machen heute einfach mal ein Turnier und gucken, was passiert. Ich habe schon raufgeklickt, ich weiß jetzt nicht, was er gerade macht. Hallo? Danke, das hat ganz schön lang geladen. Boah, okay, aber die Musik ist auch richtig fucking laut, ne? So, okay, das ist so ein bisschen, wenn ihr es kennt, wie Diddy Kong Racing. Den meisten wird Diddy Kong Racing wahrscheinlich nicht so viel sagen. Dann sagen wir mal eher Mario Kart. Also es ist ein Kartspiel. Heißt aber Rancho Racer, kostet 5 Euro bei Steam. Und anscheinend hat man am Anfang nur 3 Leute frei. Und insgesamt gibt es 16, das ist ja schon mal interessant. So ein Hai einfach. Wie witzig. Ach man, okay, wir spielen einfach mal den Biber. Ja, wir spielen den Biber. Ach, da standen sogar die Werte. Warte, das müssen wir uns nochmal angucken. Hier, der Biber, Höchstgeschwindigkeit nicht so hoch, dafür ist seine Beschleunigung super. Und der ist richtig schwer und sein Fahrverhalten, was auch immer das bedeuten soll, ist 3. Von Baylor Buddy, die ist so Mittelding und Rancho Raccoon, hat ein super Fahrverhalten, aber keine so gute Höchstgeschwindigkeit. Beschleunigung ist bei den beiden gleich. Na gut, dann nehmen wir doch den Rancho Raccoon und machen einfach mal den Sonnenumen Cup. Ja, es gibt 16 Fahrer, 20 Rennstrecken. Und wie gesagt, 5 Euro bei Steam, falls ihr euch das holen wollt. Und so wie ich das gesehen habe, gibt es bei dem Spiel sogar einen VR-Modus. Das heißt, ihr könnt das auch mit einer Oculus oder HTC Vive spielen. Allerdings nur, wenn ihr dann auch noch einen Xbox-Controller angeschlossen habt. Also ihr könnt nicht mit den Controllern, die bei eurer VR-Brille dabei sind, spielen. So, und jetzt, ich habe es noch nie gespielt, keine Ahnung, wie es geht. Vielleicht hätte ich bei der 2... Hallo, wie gebe ich Gas? What the fuck? Hä? Ah, okay. Man muss den rechten Trigger halten, damit er Gas gibt. Ach du Scheiße. Ja, es ist... Was? Hä, wieso bin ich denn jetzt hier vorne? Ich hab das doch gar nicht eingesetzt, mein Item. Oder wurde... Wow! Wurde irgendwas an mir eingesetzt? Ich habe gar keine Ahnung, Leute. Ich habe 3 Bomben. Hier, ich habe eine Bombe eingesetzt. Anscheinend werden die hinter mir platziert. Kann ich irgendwie nach hinten gucken? Ah, okay, man kann seine Sicht ändern. Die Map sieht sehr witzig aus. Das Fahrverhalten ist ultra strange. Alter Schwede. Der reagiert richtig, richtig spät. Guck mal, hier eine Abkürzung. Die nehmen wir die Abkürzung. Richtig die Abkürzung, wenn man so lange braucht. Hoffentlich werden wir hier nicht weggeschleudert. Das wäre natürlich richtig blöd. Wir haben noch ein paar Raketen, Leute. Welcher Platz bin ich denn? Ich will gerade Platz 3. Ich hab eingestellt die normale Schwierigkeit. Es gibt da noch sehr leicht. Schwierig gab es irgendwie nicht. Also es gab nur leicht und schwer. Oh nein! Oh Gott, immer dieses Öl hier auf den Straßen. Man kann sogar zurückschießen. Ach nee, das sind wieder Bomben hier. Kann man die auch nach vorne werfen, so wie bei Mario? Nee. Da ging ja das ja mit den geilen... Ach du Scheiße, ey, diese Lenkung. Okay, Raketen-Action. Bau. Ich knall dich ab. Oh, ich hab sogar getroffen. Mega gut. Aber in Mario Kart ginge das ja, dass man dann zum Beispiel die Bananen nach vorne schmeißt. Und ich glaube, wir haben gewonnen. Ja, ich bin der Allerbeste. Raccoon. Oh Gott. Alles klar. Kriegt man 8 Punkte für den ersten Platz. Cool. Die Steuerung ist so scheiße. Aber ansonsten... Ich weiß nicht, ob man hier einen Boost haben kann oder nicht. Ich denke mal nicht. Alter, dieser Start ist so langsam, ne? Ich bin halt von Mario Kart 8 jetzt immer 200cc gewohnt. Oh nein! Hatte ich gerade einen Platten? Was stand da? Keine Ahnung. Boah, und man kann hier, glaube ich, auch nicht driften. Obwohl, doch, müsste gehen, oder? Wenn man... Yo, was geht denn jetzt ab? Wenn man... bremst, während man um eine Ecke geht, dann driftet man doch eigentlich, oder? Warte, wir probieren das mal. Ah ja, doch, so ein bisschen driften kann man. Man verliert halt richtig viel Geschwindigkeit dabei. Also am besten, wer bremst, verliert. Hit me! Okay, ich habe das gehittet und jetzt ist da noch mehr komisches Zeug platziert, wo ich aber selber auch drüber fliegen musste. Vielleicht ein bisschen komisch. Okay, aber rein vom... Oh Mann, ey. Wir überrunden die Typen da vorne gleich schon. Rein vom Grafikstil finde ich es gar nicht so kacke. Laut den Bewertungen hat es auch nur eine mittelmäßige Bewertung bekommen. Letzte Runde, okay. Aber scheiße ist diese Steuerung dumm. Aber in VR soll es eigentlich ganz witzig sein. Warum sollte ich die Dinger hitten? Ist doch voll dumm. Hallo, wo kommt der denn jetzt her? Hier, friss meine Bombe. Bomben-Attack. Hallo? Wie macht er das noch? Ah, man kann sich zurücksetzen. Okay, jetzt verstehe ich einiges. Okay, mit dem LT... Ne, mit dem LB-Ding kann man sich zurücksetzen lassen. Ich habe gerade gar keinen Plan, wie ich wieder meine Sachen... Ah, hier. Mit X setzt man seine Sachen ein. Ach du Kacke. Aber krasse Musik, muss ich sagen. Aber vom Fahrverhalten wird es halt mega dumm. Was sind denn jetzt die Gegner, als ob ich so gut bin?
klar, ich bin der Mario Kart-Profi hier, aber... Du rennst du Racer? Dass ich das auf Anhieb auch so gut kann? Wow. Vielleicht sollte ich in die Formel 1 gehen. Das war die Diamond Cave, Leute. Geil. Oh, ist das etwa eine Regenbogenstrecke? Wo haben sie denn diese Idee bloß her? Sind das... LOL. Okay, aber die Musik passt sehr gut hierzu. Es erinnert ein bisschen sehr an Diddy Kong Racing, nur in schlecht. Wenn ihr Diddy Kong Racing kennt, oh Gott. Da gab es halt auch dann Diddy Kong, wie gesagt. Also so Donkey Kong, Diddy Kong oder all so ein Kram. Das Interessante bei Diddy Kong ist ja, das wissen bestimmt einige nicht, hier Infotainment und so, die ganzen Charaktere bei Diddy Kong Racing, außer Diddy Kong, die waren das allererste Mal überhaupt zu sehen in dem Spiel in Diddy Kong Racing. Und danach kamen die Spiele erst richtig raus. So ein Pech, oh nein. Hä? LOL! Der hat mich einfach irgendwo hin teleportet. Und wir fahren gerade Boot, Leute. Wie cool ist das denn? Aber in Diddy Kong Racing gab es auf jeden Fall bessere Attacken und so. Und das hat sich auch besser steuern lassen. Diddy Kong Racing war früher richtig cool, jetzt ohne Witz. Da gab es aber meines Wissens auch Boote und so. Ach du Scheiße, Alter. Aber ja, diese ganzen... What the hell? Die ganzen Charaktere, die da früher drinne waren... Mann, so Konka und sowas. Konka und Banjo-Kazooie zum Beispiel auch. Die hatten alle ihren ersten Auftritt bei Diddy Kong Racing. Ist interessant, oder? Ich finde das sehr interessant. Wieso kann man die Bomben nicht nach vorne schmeißen? Das finde ich schon wieder scheiße hier. Und anscheinend bin ich mit dem Boot nicht so gut. Come on. Hier, Blitz-Attack, warum immer das bringt. Macht der... Ach, ist der Blitz einfach, dass er mich schneller macht, oder was ist los? Alter, jetzt hänge ich hier fest, oder was? Ah ja, das ist so ein kleiner Boost, quasi. Meine Güte! Diese Map ist richtig scheiße. Quasi wie der Pilz bei Mario Kart. Hilfe! Gosh. Okay, also in jedem Spiel sind die Regenbogenstrecken einfach mega kacke. Come on, ich möchte zumindest Dritter werden. Oh no, oh no. Das ist richtig schwer hier zu lenken und alles. Aber als ob man hier bremsen muss, damit überhaupt irgendwas geht. Warte! Ich treffe dich! Ich mach dich alle! Du Typ da vorne. Hab ich ihn getroffen? Nö. Come on, hier. Boost! Boost! Oh nein, wir hätten die Abkürzung nehmen sollen. Warte, den kriege ich noch. Den kriege ich noch, bevor wir ins Ziel kommen. Come on, zumindest Dritter. Nein, zumindest Dritter. Zumindest Dritter. Ja! Okay, immerhin Dritter. Alter, ey, der war 14 Sekunden vor mir, der Timmy Turtle. Aber der hat ja auch einen Vorteil, weil das ein Wassermap ist, ganz klar. Oh nein, das ist mein erster Platz in Gefahr. Gibt's ja gar nicht. Die Musik hört sich so an, als wenn die das einfach irgendwo von so einer kostenlosen Seite genommen haben, von Musify oder sowas. Einfach irgendwelche Musik rausgesucht und dann für ihr Spiel verwendet. Irgendeine kostenlose Musik. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das selber komponiert haben hier. Hui! Alter, jetzt geht's ja richtig ab hier. Oh, okay, diese Map ist richtig schnell. Krasser Scheiß. Kann man irgendwie Tricks machen? Nö. Oder? Vielleicht mit der Taste? Nö. Bitsy Body Rabbit, yeah. Bitsy Body Rabbit. Voll die Clubmusik hier. Mann, das passt überhaupt nicht zu dieser Map. Das ist so eine Marshmallow-Zuckerwelt. Und dann kommen It's the Bunny Rabbit. Oder die wollten hier ein bisschen Fortnite-Feeling machen und Marshmallow nachahmen. Das kann natürlich auch sein. Wo ich hier die ganzen Marshmallows sehe, Leute. Was ist das hier? Oh mein Gott, da hat jemand Bomben. Ach, das sind die Bomben. Ach, die bleiben einfach da, oder was? Man kann leider nicht zurückgucken. It's a bunny, it's a bunny. Wenn dann jemand anderes reinfährt, dann wird er halt... Also ist das wie eine Banane, diese Bomben. Okay, verstanden. Also der Blitz ist wie ein Mushroom. Und die Bomben sind wie eine Banane. Alles klärchen. Ich glaube, das sind dann sogar meine eigenen. Die Musik, Alter. Okay, aber diese Map lässt sich schon wieder zumindest ein bisschen besser spielen, weil man eben mehr Platz hat. Und quasi permanent durchrasen kann. Man knallt trotzdem noch ein paar Mal gegen Wände und so, aber das passt schon. Alter, wenn man einmal langsam wird, ne? Nein! Marshmallow, lass mich durch! Ach du Scheiße. Come on. Ey, weh, ich werde jetzt überholt, weil ich gegen diesen blöden Marshmallow geknallt bin. War schon das Ziel. Ist ein bisschen befremdlich, dass das immer nur zwei Runden sind. Aber okay. So, Rennergebnisse. Erster, 30 Punkte. Ja, cool. Habe ich jetzt jemand Neues freigeschalten? Hol dir deinen Preis. Ja, wir haben... Was war das? Ein Stinktier? Warum schaltet man den nicht der Reihenfolge nach frei? Oh, die hat eine gute Höchstgeschwindigkeit und eine gute Beschleunigung. Das ist ja dann voll unfair. Die hat doch viel mehr Vorteile als die ersten Leutchens hier. Guck mal, die hat insgesamt 8, 10, 13 Punkte drin. Und der hier hat nur 7 und 4, 11. Das heißt, der Skunk ist auf jeden Fall besser als alle anderen. So, ansonsten hat es noch einen Multiplayer-Modus. Nur lokal, leider nicht online. Und gucken wir uns mal die Einzelstrecken an. Ob man da schon alle fahren darf oder ob man die auch der Reihe nachfahren muss. Ah, ne, die muss man auch alle freischalten. Okay.
Ja komm, die Groot Woot, die fahren wir nochmal mit unserem Skunk hier. Hatten wir die eben schon? Ich bin mir gerade nicht sicher. Oh mein Gott, ey, aber die Musik ist auf jeden Fall viel zu laut. Ist ein bisschen unpassend manchmal. Kann man die Dinger kaputt? Oh, der Skunk lässt sich viel besser steuern. Holy moly, also der kann wirklich viel besser... Okay, ich habe nichts gesagt. Doch, der... der lässt sich aber eigentlich viel besser steuern. Wenn er mal nicht in der Luft ist. So, hier, Boost. Also wenn er dann mal Grip auf dem Boden hat, dann kann man mit dem auch um Ecken fahren. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr... Oh, okay, never mind. Habt ihr vielleicht mal Sonic Adventure 2 Battle gespielt? Da gibt es ja eine Map mit Tails, wo man auch in einem... Oh, Alter. In einem Fahrzeug fahren muss, um den Präsidenten einzuholen. Und die Steuerung hier ist vergleichbar mit der Steuerung von dem Spiel mit Tails. Nicht sehr ausgeklügelt. Bisschen sehr rudimentär, aber es funktioniert. Es funktioniert und die Gegner scheinen auch keinen Rubber-Effekt zu haben oder so. Es gibt ja halt auch keinen Blitz oder sowas halt. Oder ein super Pilz oder sowas. Oder ein Kugelwilli, der einen einfach von 8. Platz einfach auf den 1. Platz bringen könnte oder sowas. Also ja, recht wenige Items. Die Items werden auch ersetzt, wenn man sich ein neues Item holt. Aber diese Fragezeichenblöcke haben die schon übernommen von Mario Kart, gell? Ah, ich weiß nicht. Aber für 5 Euro, ich weiß, kann man vielleicht mal machen. Ist vielleicht eher ein Handyspiel. Ich könnte mir so ein Spiel richtig gut für Apple Arcade vorstellen. Da muss man ja auch irgendwie 5 Euro zahlen pro Monat. Aua. Oh nein, eine Bombe. Oh, richtig geil ausgewichen. Gut gemacht. Wir müssen uns resetten. Ich habe die Bombe nach da vorne geschleudert. Habt ihr das gesehen? Wie gut bin ich denn? Ach man. Ja, bei Apple Arcade muss man ja 5 Euro zahlen und dann kann man die ganzen Arcade-Spiele da auf seinen Apple-Produkten spielen. Auch mit Controller und sowas. Ich kann mir sogar richtig gut vorstellen, dass dieses Spiel da mit drinne sein könnte bei Apple Arcade. Das ist so ein typisches Apple Arcade-Spiel. Boah, ey. Und statt sich dieses Spiel zu holen, würde ich mir dann lieber einen Monat Apple Arcade holen und dann dieses Spiel vielleicht mal... Boah. So 10 Minuten spielen. Ich glaube, für mehr langt das nicht. Holt euch lieber ein Mario Kart, Leute. Ohne Witz. Niemand braucht so ein Spiel. Oder holt euch einen Emulator und spielt Diddy Kong Racing. Das ist... Okay, warte mal. Dieses Spiel hier ist von 2019, ja? Also top-notch, super frisch. Und Diddy Kong Racing ist, keine Ahnung, von 1998 oder sowas? Und funktioniert einfach 1000-mal besser. 1000-mal! Und wenn ihr das in Emulator spielt, dann kostet das sogar nicht mal was. Leute, sogar die allerersten Mario Karts. Nein, vielleicht nicht das allererste. Aber ab Mario Kart 3 ist sogar Mario Kart wahrscheinlich besser. Gosh, nee, wahrscheinlich sogar das erste besser. Ja, ich habe nochmal jemanden neuen. Alex Alligator habe ich freigeschalten. Geil, das freut mich richtig. Ich will ihn auf jeden Fall sofort nicht ausprobieren. Ach du Scheiße, ey. Okay, also Musik gut, Steuerung scheiße. Bisschen befremdlich, dass es immer nur 2 Runden sind. Ja, macht euch euer eigenes Urteil. Das Spiel ist scheiße, Leute. Kauft euch das nicht. Ach man. Na gut, dann würde ich aber sagen, was das mit diesem Let's Test? Wir haben wieder ein Spiel von meiner Liste abgehakt. Ich kann es gleich wieder deinstallieren, das freut mich. Und dann, wenn euch einfach gefallen hat, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal und tschüss.